Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darksiders 3. Und ja, mal schauen, was wir hier jetzt für nette Viecher noch sind. Irgendwie ruckelt das jetzt gerade ganz schön hier gerade. Okay, da komme ich offenbar nicht weiter. Aber hier ist noch was. Oh fuck. Ach, das ist doch schon nett. Also ich kann jetzt schon die Auswirkungen der Rune sehen, die wir beim letzten Mal uns gemacht haben. Die wir uns beim letzten Mal dementsprechend verstärkt haben. Herrlich. Aha. Ich habe so das Gefühl, dass ich da erst später vorbeikomme, wenn ich den Boss hier besiegt habe. Ich glaube, Trägheit ist das, kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, Trägheit war das hier, der nächste Boss. Oh, Stärke-Fragment. Naja, brauche ich eigentlich nicht so, aber hey. Egal, gut. Was ist hier? Okay, bringt wohl nichts, egal. Gut. Hier war ja auch noch, mit der großen Löcher außen. Mhm. Gut. Ich habe jetzt definitiv genug, um den hoch zu leveln, deshalb mache ich das auch. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, mache ich Magieschaden mal hoch? Lebenspunkte oder gehe ich weiter auf physische Stärke? Eigentlich bietet es sich sehr an, Magieschaden hochzumachen, weil ich jetzt halt alle in 5 Abschnitte. Aber da komme ich offenbar so nicht einfach. Da muss ich wohl hier hinten rum. Da komme ich ja nicht durch. Große Leuchehaufen, das ist auch nochmal ganz schön. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier am Ende dieser Treppe ein großer Boss sein könnte. Die Treppe wirkt so dementsprechend. Das Reiffragment, okay. Okay. Interessant. Ja, hallo? Stirb doch einfach. Und heilen. Oh fuck it. Yay, Verjüngungskern. Ich habe gerade Auszeichnung maximale Lebenskraft, das heißt. Ich habe jetzt alle Verjüngungskerne oder was? Okay, da geht's nicht weiter für mich. Aber hier komme ich jetzt hoch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hier nicht zum Boss komme, sondern... Yep.
Und tschüss. Ritter. Dämonenartefakt. Yay. Noch eins. Aber gut. Dass da nichts mehr ist, habe ich mir gedacht. Hier. Da ist auch nichts mehr. Hier komme ich nicht weiter. Die anderen Dinger da drüben waren auch. Waren auch geschlossen, weil. Hier noch irgendwas? Ich schaue einfach mal. Nope, nichts. Gut. Das heißt, wahrscheinlich mal die Treppe hochgehen. Weil dort ist noch alles dicht. Und ich gehe davon aus, dass wir hier dann yep, da drüben wird wahrscheinlich der Bossfight dann sein. Da komme ich nicht weiter. Hier ist ansonsten nichts weiteres, soweit ich sehen kann. Gehe ich. Okay, offenbar ist hier doch noch nicht direkt der Bossfight, oder doch? Dein Talisman. Jo. Wir sind nah. Diesmal beobachtest du und sagst kein Wort. Ah. Wohlgrim nochmal. Gut. Das heißt, wir sind jetzt hier genau vor dem Bosskampf. Womit kann dir dies das? Also auf jeden Fall erstmal Seelen verfrischen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich erst den Bosskampf mache und dann zu den Engeln gehe oder. Ach komm. Bitte, lass dir Zeit. Ich möchte mich direkt mit den Engeln prügeln. Die kommen wir noch nicht, bitte. Mhm. Ich prügel mich erstmal direkt mit den Engeln nochmal, um zu schauen, ob ich die jetzt. Ob ich das Ding jetzt packe. Ich. Also von der Stärke her. Würde ich davon zumindest gerade ausgehen. Ah ja, stimmt ja. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass hier noch dieser fucking Greif hier. Egal. Und danach wird wahrscheinlich dann der Bossfight kommen. Gut. Prügelt euch da ruhig, ich hab keinen Bock auf euch. Not my problem. Ui, lade nach. Ich gehe jetzt einfach mal sehr stark davon aus, dass jetzt wieder der Greif kommt und Spaß haben möchte. Ich hoffe einfach mal nicht, aber. Hey, der lässt mich in Ruhe. Wow. Okay, das war komisch. Egal. Er hat mich in Ruhe gelassen. Ich bin da durchgekommen. Ohne Probleme. Mehr habe ich von dem nicht verlangt. So, als erstes würde ich dann Heilungsfragment nutzen und dann hoffentlich schnell auf die Nephilim-Dinger dann gleich umschalten. Da sind ja immer noch meine Seelen. Ich habe ja auch noch LB und RT, glücklicherweise. Welche ich auch noch nutzen kann, um mich zu heilen. Ich
Das ist sehr, sehr schön gerade gewesen, was? Mache ich das lieber schon mal direkt einmal. Damit heile ich mich einerseits und mache halt vernünftigen Schaden. Schon ist er Half-Life. Okay. Wuhu! Yay, ich hab ihn. Dein Zorn ist fehl am Platze, Reiter. Das okay. Bezweifle ich, du Vogel. Uzir, willst du erledigen, was dein Bruder Krieg begonnen hat? Keine Ahnung, was Krieg getan oder nicht getan hat, ist mir auch egal. Dann bist du hier, um die Seelen meiner Engelsbrüder zu stehlen. Glaubst du, ich erkenne eine Waffe des Fürsten des Abgrunds nicht? Ich diene niemandem außer dem Rat. Ich jage die 7 Todsünden, zumindest die, die noch übrig sind. Doch mich beschäftigt noch etwas. Verrat durch dein ruhmvolles Königreich. Oh ja. Blicke auf mein Werk, du Mächtige, und lache. Wir können uns kaum selbst schützen. Wie sollten wir da einen großen Reiter betrügen? Mein Ross, Wüter, wurde durch Engelswaffen niedergemetzelt, bevor ich ihn zur Erde rufen konnte. Ich will wissen, wieso. Und ich will Blut dafür sehen. Nimm mich beim Wort. Ich habe nichts für die Reiter übrig. Dank euch steht die Apokalypse bevor. Und wir... Ich weiß von keinem Komplott gegen dich oder deine Mission. Auf der Erde. Für seinesgleichen ist Uziel ehrbar. Nur weil er nichts davon weiß, heißt das nicht, dass es nicht geschieht. Wie du siehst, habe ich meine eigenen Probleme. Vielleicht können wir einen Handel machen, Reiter. Interessant. In letzter Zeit werden meine Truppen heimgesucht und täglich gibt es neue Opfer. Entsetzt erfuhr ich, dass unser wahr gewordener Albtraum meine Brüder ermordet. Abscheulichkeiten. Untote Engel. Auch Dämonen sind ihr Ziel, die sie ebenfalls mit ins Reich der Untoten nimmt. Und wer ist deiner Einschätzung nach verantwortlich? Die einzige Macht im Universum, die zu einem solch ketzerischen Akt fähig ist, ist Wollust. Wollust? Du bist ja verrückt. Ich bin Wollust schon einmal begegnet. Solch eine Macht besitzt er nicht. Und wieso glaubst du, die Welt, die du einst kanntest, sei die, in der wir jetzt leben? Ein namenloser Dämon hat Wollust angeblich die Macht verliehen, es mit den Mächten des Himmels und der Hölle aufzunehmen. Ein Spielverderber in der Apokalypse. Er verwandelt Engel wie Dämonen. Untote, hirnlose Geschöpfe, versessen auf Gewalt und Zerstörung. Wenn ich also Wollust eliminiere und damit dein Dilemma behebe, tust du auch etwas für mich? Ist das der Handel, den du vorschlägst? In der Tat, sofern es in meiner Macht liegt. Und wir beweisen, dass wir dir nichts Böses wollen, Reiter. Möge dir diese Kreuzklinge im Kampf gegen Wollust gute Dienste leisten. Wenn wir die wachsende Kraft von Wollust nicht eindämmen, sind wir alle verdammt. Finde heraus, wer mich töten wollte. Im Gegenzug zwinge ich Wollust dazu, die Quelle seiner Macht preiszugeben, bevor ich ihn zerstöre. Abgemacht. Falls ich entdecke, dass du mich belogen hast, wirst du dir wünschen, einer meiner Brüder. Erlösung! Yay! Drücke RS, um mit Erlösung zu ziehen. Drücke LT, um bis zu 4 Ziele zu markieren. Drücke RT, um
Lass los, um eine Lösung zu werfen. Durch gedrücktes Erteilen wird deine. Während eine Fähigkeit ausgesetzt wird, der Lösung mit. Die oh, das ist doch mal geil. Das ist tatsächlich ganz geil. Heilungsfragment, yay. Unterschätze Wollust nicht. Das wird keine leichte Beute. Erwarte nicht, dass die Engel dir vertrauen. Ich vertraue euch auch nicht, also. Aber interessant. Ich habe jetzt eine neue Waffe. Und ich schaue mich mal weiter um. Wegen Items. Diamantspartfragment. Yay. Wenn du Uziel hintergehst, erschlagen wir ohne Zögern. Mal umschauen. Okay. Gut. Aber ich bin gespannt, wozu ich diese Waffe noch alles nutzen kann. Aber erstmal sammle ich hier logischerweise jetzt alle Items ein. Wo ich halt ja auch schon dabei bin. Gut. Engelsartefakt. Yay. Unterschätze Wollust nicht. Das wird keine leichte Beute. Okay. Da scheint nichts mehr zu sein. Unmöglich hält ihn deine Drohung zurück. Unwahrscheinlich würdest du ihn verlassen. Ich bin es nicht, die sich auf ihn verlassen muss. Vertrauen gehört übrigens nicht zum Wortschatz der Beobachter. Mich eingeschlossen. Du bist unausstehlich, Geist. Ich finde die Kombi aus den Beinen einfach klasse. Hey, Dämonenartefakt. Wuhu. Gut. Das ist doch mal schön. Hier ist das nächste Vulgrim-Ding. Ich schaue hier nochmal, was hier jetzt noch so ist. Aber das ist eigentlich insofern auch gut. Jetzt kann ich damit doch wahrscheinlich einige Sachen kappen. Einmal kurz checken. Ist ja lustig. Es ist irgendwie lustig. Macht zwar keinen Schaden, aber. Also zumindest kaum Schaden. Aber es ist ziemlich belustigend gerade. Komm, gleich wird. Jupp. Gut, aber nein. Das ist nicht das, was ich jetzt als Ziel habe. So. Erstmal. Hallo, Opfer. Oh, hallo, Fury. Du strahlst ja förmlich vor Blutdurst. Ich habe keine Zeit für dich, Emma. Nein, klar. Du bist natürlich ein schwer beschäftigter Reiter, der Länder umbringen und Leute bereisen muss. Aber du bist auf deinen glorreichen Reisen nicht zufällig auf ein Artefakt gestoßen. Nichts Besonderes. Hm. Ein Artefakt. Wie sieht es aus?
Also, eigentlich ist es ein Schmuckstück. Eine Neuheit von den Vögeln gefertigt. Eine Art Kreuz mit spitzen Enden und... Das war vielleicht gelogen. Es ist kein Schmuckstück. Aber sei bitte nachsichtig. Ein Dämon muss auch was essen. What the fuck? Ich habe es gefunden. Es gehört mir. Ich gebe dir 1 Million Seelen dafür. Seelen sind deine Währung. Meine sind scharfe Objekte. Kein Geschäft. Doch du könntest mir von Nutzen sein. Hast du die untoten Engel und Dämonen gesehen? Ah, die Unlebendigen. Leider ja. Jene, die einst unsterblich waren, verdienen Besseres. Ich habe zwar nichts für die Vögel übrig, aber das ist einfach falsch. Dann sind wir fertig. Wenn du etwas hörst, lass es mich wissen. Erschüttert dich denn gar nichts? Verspürst du kein Mitleid, wieso? Wenn du die einst so übermächtigen eben jener Macht beraubt siehst, die sie zum Kontrollieren suchten, das Leben? Wenn ich herausfinde, wieso sie mich umbringen wollen, schenke ich ihnen vielleicht mein Mitgefühl. Hey, ist sie kalt. Berauschend. Zumindest für einen hitzköpfigen Dämon. What the fucking hell? Ist das geil. Mal Reinigungsinteresse, was? Echozeichen, was heißt das? Wer dieses in der Hand hält, reflektiert über vergangene Entscheidungen und erhält die Chance, ihr neu zu treffen. Zu schmettern, um alle Merkmalpunkte auf Yuri zurückzuhalten. Okay. Brauche ich aber nicht. Gesundheitslöcher? Warte. Kopf wird ein Gesundheitslöcher freigesetzt, der und okay, interessant. Wie du willst. Ja, okay. Oh. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Seelen verfüttern, aha. Wie du willst. Ach ja, komm, erstmal Seelen verfüttern. Wie du willst. Lass dir Zeit. Ich wundert mich nicht, dass ich da nicht machen kann. Sprung auf der Rage kann ich logischerweise auch nicht kaufen. Boah, brauche ich nicht. Wie du willst. Einmal nochmal checken. Wie sieht's gerade mit den Waffen aus? Stimmt, Erlösung könnte ich vielleicht verbessern. Erlösung könnte ich tatsächlich vielleicht verbessern. Das könnte interessant werden. Diamant spart Splitter. Diamant spart Fragment. Damit werde ich wahrscheinlich auch noch gut was arbeiten können. Also, ich werde noch sehen, wozu das Ganze letztendlich führt. Also die Gesundheitsregeneration pro Minute ist auf jeden Fall schon mal sehr gut für mich. Vielleicht sollte ich da schauen, dass ich das weiter hochballer, damit ich mehr Gesundheit regeneriere. Und ansonsten, ja. Oh, yeah. Sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Ich denke, ich mache erstmal hier weiter dann in der nächsten Folge. Also nächste Folge wird dann definitiv ein Bossfight werden. Und ja. Dann warte ich nochmal, bis der zu Ende geladen hat. Und dann beende ich auch diese Folge hier. Wir haben wirklich gut was geschafft. Wir haben uns ein bisschen an den Engeln gerecht. Wir haben... Ja. Wir haben diese lustige Waffe Erlösung jetzt bekommen. Also. Okay, 2 von den Dingern hier müssen wir sowieso noch bekommen. Warten wir. Das hier haben wir mal nach dem ersten bekommen. Nach dem ersten Bossgegner. Den hier haben wir nach dem Kampf mit Zorn bekommen. Den nach dem Kampf mit Habgier.
Das heißt, wir theoretisch müssten noch 4 fehlen. Okay, mal sehen, wohin die Story uns noch bringt. Egal. Der Brückenstein, Nahe des Reiters. Ja, das mal sehen, was das hier jetzt noch wird, weil ich weiß ja auch nicht, wie viel mir das hier tatsächlich noch bringt. Daher, egal. Gut. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn wir, ich gehe davon aus, dass es Trägheit sein wird, dann wird wahrscheinlich den Bosskampf mit Trägheit antreten werden. Ciao.